nicht mehr, als dass Menschen gleichberechtigt leben können, aber es geht auch um nicht weniger. Und solange wir da noch nicht sind, haben wir was vor uns. Seit der letzten Bundestagswahl darf ich die südliche Innenstadt, Rodenkirchen und Lindenthal im Deutschen Bundestag vertreten. Ich glaube, dass es eine Minderheit ist. Ich glaube, wir sind in Deutschland sehr weit gekommen, aber eben noch nicht weit genug. Wenn ich beispielsweise darüber nachdenke, dass halt eben viele Jugendliche Angst haben, sich in der Schule zu outen oder eben im Sportverein. Wenn ein Kind in eine Ehe mit zwei Frauen geboren wird, hat es nur einen Elternteil. Die andere Mutter muss adoptieren. Wenn die Politik auch sagt, so, das anerkennen wir jetzt, dann machen wir Gesetze für und wir normalisieren das auch rechtlich, dann hat das eine ganz, ganz große Kraft.